Oder wird die wegen der Preise zurückgeben? Und die zweite Kommentierung in diesem Jahr stimmt nicht, die dritte Kommentierung in diesem Jahr. Nicht wundern, Sie können mich nicht sehen, Sie können mich nur hören, ich stehe nämlich direkt über Ihnen. Und unsere Flusshörer sind gerade ein bisschen verwirrt, denn jedes Flusspferd hat hier so seinen Anfang. Beginnen wir mit unserem Männchen. Das ist Ede. Ede ist 95 im Zoo in Prag geboren und kam 97 hierher nach Berlin. Direkt daneben haben wir die liebe Nicole. Nicole ist 2000 hier geboren. Und die Chefin hier im Haus, also nicht im Haus, aber im Becken. Und Nicole ist auch mehrfach Mutter. Und ihr letztes Jungtier ist die Nala. Nicole ist, wie gesagt, hier die Chefin im Becken. Und das aus ganz verschiedenen Gründen. Sie ist die Stärkste, sie ist die Schlauste, sie ist die Gierigste. Und früher, als wir noch mehrfach Jungtiere gezeugt hatten, also von der lieben Nicole und auch von Kathi, war immer die gute Frage, welches Jungtier zu welcher Mutter gehört. Da waren wir nämlich in diesem Charakterbeschäftigung. Die Jungtiere hatten einen sehr identischen Charakter wie die Mutter. Und Kathi und Nicole unterscheiden sich doch sehr groß. Denn Kathi ist ein sehr ruhiges Flusspferd, ein sehr liebevolles Zuhause zu verwenden. Und so langsam bin ich auch schon am Ende meiner Kommentierung. Beschäftigt. Ede hat ja sowieso keine Lust. Bitte nicht schreien. Der Nasan hat doch mal ein Horn vorne dran.